Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ich bin der Matze und ihr seht hier den Rufus, den Kellebosch hier, die Goal, unsere schlafende Orbit-Elfe, die noch nicht so sehr kommunikativ ist, und den Gizmo, unseren Doktor, Feuerwehrmann, Polizisten, der hier irgendwie keinen Bock hat zu arbeiten. Und auf den Raum hier habe ich auch keinen Bock, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich habe immer noch das Problem mit der Post zu lösen, das Rätsel mit der Poststelle. Gehen wir doch mal dahin. Und ja, da habe ich Tipps von der Nini bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Nini schreibt, ich sollte doch mal schauen, was die Katzen Katze hier in einem Laufrad. Süß. Mir noch an Infos bieten, indem ich Rufus die Katzen, also die Ersatzpostkatzen, mal anschauen lasse. Katze im Laufrad. Okay, hilft mir nicht so weiter. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Okay, also wenn ich irgendwie die Geschwindigkeit der Katze manipuliere, kriege ich ein falsches Porto auf mein Paket. Ja. Ah. Tada. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. So, lieber Postbot, jetzt gibt es Gutscheine und wir schauen mal, was passiert. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ah, die erste Briefmarke sitzt nicht. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Okay. Jetzt haben wir aber doch auch noch den Espresso. Kann ich damit jetzt eine Überfrankierung provozieren? Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Auf jeden Fall. Ist die Kleine aufgedreht? Oder ist sie jetzt nur wieder normal wach? Gucken wir mal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Na dann. Das waren jetzt ja zwei. Wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Okay. Jetzt kommt natürlich noch das Thema dazu, das Nini geschrieben hat. Alleine dieses Erdmagnetfeldgerät da einzusetzen in den Schrank bringt es nicht. Ich muss das Erdmagnetfeld auch manipulieren. Wie auch immer ich das mache, das weiß ich noch nicht. Werde ich mir gleich oben anschauen. Also das Paket war korrekt frankiert. Somit ist die Katze jetzt nicht im Schlafmodus, auch nicht im Lichtgeschwindigkeitsmodus. Jetzt mal gucken, ob ich hier, wenn ich hier noch einen weiteren Espresso gebe, was dann passiert. Hey! Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Mach du mal. Jetzt zuckt sie doch nervös. Das sieht doch gut aus. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Ja. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht. Ich kürze mal die Dialoge ab. Aufgeben Sie. Adresse. Was? Versand wird initiiert.
Wir müssen uns das ja nicht jedes Mal jetzt wieder anhören. Oh, jetzt geht's ab hier. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Aha. Knick, hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Mhm. Okay. Aber wenn ich hochgehe, ist sie wieder da, die Taube. Das heißt, ich könnte jetzt sogar... Lassen wir uns das mal probieren. Die eine Katze hier. Das war ja nur Preisstufe 2. Wenn ich also die Laufradkatze verlangsame... Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Genau. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Was auch funktioniert, das ist gut. Und die Katze hier hinten nochmal... Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Dann halt nicht. Müsste ich jetzt ja ein Stufe 3 Paket hinkriegen. Ich habe hier diese Geschenkgut... Geschein leicht geben Sie... Wohin? Ja. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ja. Ah ja, 4 Marken hat sie drauf gemacht. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Sehr schön. Und tschüss. Aber was nutzt mir das Ganze jetzt? Da ist sie ja auch wieder. Also irgendwie muss ich dieses Erdmagnetfeld manipulieren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wie. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregel. Ah, mach mal. Ich liebe es, Gott zu spielen. Heidewitzka. Also was sehe ich denn jetzt hier eigentlich? Ich sehe jetzt hier eine grüne Lampe und ein Gewicht. In der Mitte sitzt die Taube mit den 3 Gewichten, haben wir 3 grüne Lampen. Und hier haben wir 2 Gewichte und 2 grüne Lampen. Wenn ich jetzt... Kann ich hier irgendwas umschalten? Nee, ne? Ich habe nur einen Knopf, den ich drücken kann. 2 Knöpfe. Ah, okay. Aber was bringt mir das jetzt? Passiert gar nichts. Also wenn ich das in der Mitte um 180 Grad drehe, dann tauschen Taube 1 und Taube 2 ihre Position. Weiß ich nicht, ob sie tauschen, aber zumindest passt dann hier
die Anzahl Lampen nicht mehr zur Gewichtsstufe. Jetzt drehe ich es mal einfach um. Habe ich jetzt andere Knöpfe, die ich bewegen kann? Ja. Aber ich wüsste nicht, wieso. Also, ich gehe jetzt erstmal runter und guck mal, was passiert. Und lasse jetzt mal ein Paket. Oh je, oh je. Ich lasse jetzt mal ein Paket, ein leichtes Paket machen. Nee, das wäre ja Quatsch. Wenn ich jetzt sage, unten mach mal ein leichtes Paket, dann würde ja die Taube hier losfliegen. Und die kann das auch. Ich müsste also probieren, dass ein schweres Paket versendet wird. Und dann wird das dieser Taube hier mit dem leichten zugewiesen und die müsste das doch nicht tragen können, oder? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Also ich sehe zumindest, ich habe das Gefühl, da ist ein Zusammenhang zwischen dem Paket, das ich jetzt versende, und der Taube, die losfliegt. Vielleicht kriege ich jetzt hin, dass die falsche Taube das falsche Paket tragen soll und es irgendwie nicht kann. Also was habe ich gesagt? Ich will ein mittelschweres Paket. Das heißt, Stufe 2, und dafür muss ich die Katze wieder aufwecken. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Und die ist ja immer noch aufgedreht. Also, jetzt gibt's einen Coupon zum Postboten. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus... Bla bla. Geschenkgut, ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse. Wo? Adresse, was? Versand wird initiiert. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das raffe. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Okay. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr. Ja. Kurr. Aha. Die hat's ja jetzt wohl nicht geschafft, ne? Nee, jetzt will ich erstmal gucken, ob die überhaupt wieder da ist. Taube ist da. Paket. Nö. Nö, kein Paket. Dann habe ich es noch nicht ganz verstanden. Denken wir noch mal nach. Ich habe zwar jetzt hier oben, was die Beleuchtung angeht, natürlich die Position des Verschlags getauscht. Aber als ein mittelschweres Paket kommen sollte, ist tatsächlich noch die richtige Taube weggeflogen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Aber ich denke immer noch über diese Lampen hier oben nach. Das hilft mir nicht. Vielleicht muss ich es einfach schaffen, dass die Taube aus diesem Verschlag hier irgendwie das ganz schwere Paket kriegen muss. Also,
hilft mir jetzt irgendwie noch nicht weiter. Hilfe. Hilflos. Nini hat geschrieben, sie hat das nur durch Glück geschafft. Weißt du, was du meinst, Nini? Ah! Perfekt. Drei Lampen, zwei, eine. Jetzt habe ich die Reihenfolge mal komplett geändert. Was kann ich hier noch drehen? Drei, drei. Ist vielleicht auch spannend. Jetzt habe ich gar keine Taube für die leichten Gewichte. Wenn die eine fehlt. Ja, ist doch gut. Also wenn die leichte fehlt, dann kann die ja gar nicht. Ich lass sie mal so stehen. Dann kann die ja gar nicht losgeschickt werden. Vielleicht heißt das einfach, ah Moment, dass jetzt für die schweren Pakete die Taube aus dem linken oder aus dem rechten Verschlag gesendet wird. Aber dann bräuchte ich doch eigentlich, wenn das so zu deuten ist, gar nicht zwei mit jeweils drei Lampen und eine mit null, sondern tatsächlich der linke Verschlag muss hier die drei Lampen haben, das bei einem schweren Paket die Taube für die leichten Pakete losgesendet wird. Ich lass sie mal fälschlicherweise. So, vielleicht bringt mir das ja was. Das zerbricht mir irgendwie gerade den Kopf. Also, was müssen wir machen? Diese Katze müssen wir hier wieder verlangsamen. Wie entspannt sie auf einmal ist. Und die andere Katze ist ja noch voll drauf. Also, einmal die Nummer mit den Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgut. Geschenk ja. Ein, leicht geben Sie. Adresse, was? Versand wird. So. Kätzchen frankieren sich jetzt den Wolf. Dieses Rätsel macht mich fertig. Frankierung wird gescannt. Fehler. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke die Knick. Oh yeah, yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Dann mach doch. Bitte linker Verschlag. Taube aus großem Taubenverschlag Nein. wird gestartet. Grrr. Genampf. Also er füllt immer auf bis zum Gewicht. Der Frankierungsstufe. Und dann wird in der Tat die richtige Taube nochmal versendet, losgeschickt. Taube aus großem Verschlag.
probiere ich es doch einfach andersrum. Da waren wir schon mal. Irgendwie macht es scheinbar Sinn, aber noch nicht so richtig. Ich weiß jetzt noch nicht, was hier passieren soll. Wenn ich jetzt ein kleines Paket versenden will, dann gibt es die Taube nicht, die das soll. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Eieiei, also jetzt müssen die Katzen ja alle wieder in den Normalbetrieb. Das heißt, die kriegt eine Espresso. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Und? Sie kriegt's Narkosemittel. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Nächster Versuch. Ich habe hier... Geschein, geben Sie... Ja. Adresse... Was? Versand... Ihr seid so süß, Kätzchen. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt fehlt die aber. Moment mal, die ist weg. Ja, aus dem mittleren Verschlag fehlt jetzt. Warum? Wenn ich jetzt ein mittleres aufgebe, ist dann vielleicht die große weg, weil die kann es ja nicht machen. Also, machen wir das hier. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Es ist ja wieder da. Wird wahnsinnig, warum? Ach. Okay. Die ist jetzt nicht verfügbar, weil ich sie jetzt hier über die Lampen ausgeschaltet habe. Okay. Ich verstehe. Jetzt haben wir also quasi nur die beiden. Das heißt, ich muss doch... Jetzt macht es Sinn. Ich muss die Lampen so umverteilen, dass diese... die die schweren Pakete transportiert, gar nicht da ist und dann ein schweres aufgeben, dann haben wir keine Taube, die das kann. Wie kriege ich das denn hin? Knöpfe auch nur drehen, wenn tatsächlich die Lampe grün ist. Wenn ich dich jetzt drehe, haben wir es doch. Himmel, Herrgott, was ein beknacktes Rätsel. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich gebe jetzt auch so schnell nicht auf. Kätzchen, ihr müsst jetzt ein schweres Paket machen. Das heißt, du bist langsam. Wie entspannt sie auf einmal ist. Und du bist schnell. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Das ist doch die beste Idee. Himmel, Herrgott, wenn es jetzt aber nicht passt, dann verstehe ich sie nicht. Bitte, bitte. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus...
Das interessiert den Postbot nicht. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Adresse verifiziert. Was? Ach, bitte jetzt. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Genau, jetzt Paket machst du dir einen schönen Abend mit deiner Knickerfolie. Alles gut. 3 ist ungeeignet für den Auffüllung mit Knickerfolie. Mach einfach. Knicke die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Grrr. Grrr. Ach, ich hab's doch immer noch nicht gerafft. Kann ja auch gar nicht klappen. Ich hab's doch eben noch gesagt, ich muss doch dafür sorgen, dass die Taube überhaupt gar nicht da ist. Also, hier darf ja gar keine Lampe sein. Ich muss die ja alle nach links oder rechts verteilen. So. Wie mache ich das? Bringt ja gar nichts hier, ne? Die hier drehen bringt jetzt auch mal nichts. Hier gibt's nichts zu drehen. Was mache ich hier eigentlich? Da haben wir 3. Jetzt müssen wir die 2 noch darüber kriegen. Ja, aber wie? Brrr. Brrr. 2 drüben. Ich muss, 3 auf jede Seite bekommen. Oh, nervt das. Oh, nervt das Rätsel. Zumindest unten die schon mal los. Drehe ich dir das hier rein? Also einmal nachdenken, Matze. Ja, das gibt jetzt eine längere Folge. Das ist mir vollkommen bewusst. Den hier kann ich gar nicht zuletzt drehen, weil ich brauche einen grünen Knopf, um das drehen zu können. Ergo müssen die letzten beiden Drehungen entweder links oder rechts sein. Das heißt, hier muss ich sehen, dass ich hier schon mal es hinbekomme, dass da kein Knopf mehr ist. Das bringt mich jetzt aber nicht weiter hier, weil das kann ich drehen, wie ich will. Jetzt wäre hier kein Knopf. Was passiert, wenn ich das jetzt drehe? So. Und jetzt habe ich auch nichts gekonnt, ne? Brrr.
Das ist doch wirklich nur eine reine Glückssache. Oder gibt es dafür eine Logik? Muss ich erstmal gucken, dass ich jetzt hier die beiden oder alle drei in der Mitte besetzt habe irgendwie. Nutzt nix. Jetzt macht es auch keinen Sinn, den hier zu drehen. Macht es jetzt Sinn, den hier zu drehen? Ach, Tauben, hört mal auf mit eurem Gegurre, das geht mir ja auch auf den Geist. Wie bekomme ich das denn hin? Jetzt sind sie wieder gleich verteilt. Es bringt nichts zu drehen, wenn die vier, die ich sehe, hier von der Scheibe alle grün sind. So, wie kann ich den jetzt drehen, dass da oben frei wird? Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass mich dieses Rätsel hier gerade komplett wahnsinnig macht. Wieso kann ich den jetzt nicht drehen? Ach so. Ich kann den so nicht, ich kann den nicht drehen, dass das schwarze Loch hier ist, weil es dann hier nicht weiterging. Kinder, ich ziehe das durch, gell? Ich verspreche euch das. Ich ziehe das jetzt durch. Mal gucken, wann ich die Nerven komplett verliere. Oder ich drehe jetzt einfach wild dran rum, bis ich es irgendwann durch Glück schaffe. Den brauchen wir nicht drehen. Da kann ich den nicht drehen und den nicht drehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diese grünen Knöpfe über die untere Scheibe auf links und rechts umverteilen muss. Kriegt einen Schreikrampf. Tue ich euch wenigstens schon leid, ein bisschen, wenn ihr das hier seht, ja? Ich muss hier einen hinbekommen, dass ich das, diese Scheibe drehen kann. Nehmen wir doch mal den. Und jetzt? Ja. Ein. Also was ich manchmal beobachte, ist natürlich, wenn ich einen Knopf hier drehe,
kann ich manchmal direkt weiter drehen und manchmal auch nicht. Ist das ein Hinweis darauf, dass ich das richtig gemacht habe in dem Moment? So. Der ist richtig. Jetzt machen wir hier weiter. Da sagt er nichts. Jetzt nehmen wir den hier. Das ist okay. Jetzt nehmen wir den hier. Bis zur Position. Das passt. Da tut sich nichts. Drehen wir hier mal weiter. Hier ist es egal, wie ich drehe. Nehmen wir den. Hier gibt es keine Position, wo er diesen Effekt macht. Ja. Nö. Die Position. Diese Position. Es tut sich gar nichts. Die hier. Gibt's keine richtige. Ich werde wahnsinnig. Also damit hat das wohl auch nichts zu tun, oder? Wenn ich das mache, meldet sich eine Taube zu Wort, immer wenn das passiert. Ich raff es nicht. Was sagt mir, dass wir die Tauben hier gurren? Okay, also. Ich komme nicht weiter. Ich hoffe wenigstens, dass diese Nummer, die ich mir hier gerade gebe, äußerst mitleidserregend ist. Eine in der Mitte. Kann das denn überhaupt funktionieren? Geht das denn überhaupt, dass ich diesen Knopf jetzt hier rüber bekomme? Den kann ich ja nicht drehen. Den auch nicht. Wo müsste er denn sitzen? Wo müsste dieser Knopf sitzen, dass ich ihn da hinbekomme? Oder brauche ich einen anderen dort? Sei mal ruhig.
könnte ich ja davon einen dahin drehen. Ja. Aber jetzt habe ich hier in der Mitte noch den. Also wie kriege ich den jetzt in die Seite geschoben? Alles gut? Jetzt habe ich da wieder keinen. Ich schnalle es nicht. Angenommen, der wäre jetzt hier. Dann könnte ich... Nee. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Hör doch mal auf mit deinem Rumgegurre. So, der sitzt. Also probieren wir es nochmal. Dieser hier hat keine Position, wo sie sich meldet. Ja. Der oder der? Der hat keiner. Also nehmen wir den hier. Schön, und jetzt kann ich nur den hier nehmen. Und das macht keinen Sinn. Also das Ding ist ja vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Das glaubst auch nur du. Vielleicht bin ich auch echt total auf dem Holzweg mit dem, was ich mir hier denke. Aber ganz ehrlich, also meine Idee ist, und jetzt sag mir bitte, ob ich einfach vielleicht schon falsch denke, dass das jetzt der einzige Ansatz, den ich hier noch gehen will. Ich gehe davon aus, dass wenn ich es schaffe, die Lampen oder die Knöpfe so zu drehen, dass hier keiner ist, dann ist die mittlere Taube nicht vorhanden. Und das ist die, die drei Gewichte schleppen soll, also die schweren Pakete. Wenn ich jetzt ein schweres Paket ordern lasse und die Taube nicht da ist, dann müsste eine der anderen beiden das übernehmen und die werden das nicht schaffen, weil es zu schwer ist. Ergo lassen die das Paket liegen. Und ich kann es einsammeln irgendwo. Das ist die Idee. Sagt mir, ob es richtig ist oder nicht. Bitte, bitte, bitte sagt es mir. Und ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ich habe da jetzt irgendwie lange Zeit drauf vergeudet. Und ich werde die Folge auch genauso jetzt zeigen. Aber bitte, bitte, bitte sagt mir wenigstens, ob ich richtig denke und nur zu blöd bin, dieses Rätsel hier hinzubekommen. Weil wenn das die Lösung ist, dann werde ich mir Gedanken drüber machen, wie das geht und beim nächsten Mal das einfach machen. Und wenn ihr sagt, ich bin total auf dem Holzweg, ah ja gut, dann gebt mir einen Tipp, wie ich denken muss. Aber für mich erschließt sich das so, ich bekomme es aber nicht auf die Reihe. Ich lasse sie mal so stehen, vielleicht bringt mir das ja was. Also, vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Ich will mich hier jetzt nicht mehr weiter blamieren. Das war schon schlimm genug. Und dann danke ich euch mal fürs Zuschauen, für alle, die das bis hierhin durchgehalten haben. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.